Die Geschichte der Blattpest schlumpfen möchte ich. Ein grauenvolles Abenteuer, man glaubt es nicht. Dafür schlumpfte ich dieses kleine Gedicht. Mit schlumpfigen Bildern für meinen Bericht. Sicher in ihrem Dorf im Schlumpfenland wohnen die Schlümpfe, allseits wohl bekannt. Papa Schlumpf, unser geliebtes Oberhaupt. Und Schlumpfine, deren Schönheit man kaum glaubt. Handy, Torti, Jokey, um nur einige zu nennen. So heißen die blauen Racker, deren Namen wir alle kennen. Doch fernab des Dorfes, wohin kein Schlumpf je geht, liegt eine Hütte, die jeder schmäht. Dort wohnt ein Hexenmeister, ganz in Schwarz gekleidet, lebt dort allein mit seinem Kater, den man lieber meidet. Knallrote Stiefel trägt er bei seinem bösen Spiel. Laut Zwirni zeugen diese nicht von Stil. Die Rede ist von Gargamel, da trügt euch nicht der Schein. Auf die Nase würde ich ihm schlumpfen, wär ich nicht so klein. Seine fixe Idee bringt den Schlümpfen Pein. Er möchte sie schlumpfen für irgendeinen Stein. Aus einem Buch des Schreckens, in dem sich die Formeln türmen, schlumpft er diesmal eine zum Züchten von Birnen. Nein, keine Birnen. Augenblick, ich schau. Zum Züchten von einer Pflanze, mythisch, giftig und gefährlich. Ah ja, genau. Also schlumpfte er mit Hilfe einer uralten Schrift diese höchst gefährliche Pflanze, strotzend vor Gift. Papa Schlumpf ist verzweifelt. Die Lage ist schlimm. Schlümpfe sind verschwunden. Aber wie und wohin? Da bist du ja, Hefti. Hallo, Papa Schlumpf. Handy hat mich gebeten, bei dir vorbeizuschauen. Er hat mir dieses komische Gerät auf den Buckel geschnallt. Er nennt es Schlumpfisator. Ja, das ist seine schlumpftastische neue Erfindung. Damit kannst du all die verseuchten Pflanzen heilen, die das Dorf überschlumpft haben. Und vielleicht ein paar von den verschwundenen Schlümpfen schlumpfen. Hoffentlich. Aber Handy hat mir gesagt, seine Maschine bräuchte einen Tank. Na, dazu bist du ja hier. Ohne einen Tank kannst du den Schlumpfisator nicht richtig benutzen. Der Tank ist eine Blume, die ich untersucht habe. Die kannst du ein Stück den Weg hinunterschlumpfen. Sie ist anscheinend gegen die Infektion immun geworden. Glaubst du, sie könnte unser Problem lösen? Hoffen wir es. Apropos Schlumpfisator. Du hast die Ehre, diese neue Erfindung als erster zu beschlumpfen. Aber ich will sicher gehen, dass du mit der Ausrüstung auf dem Rücken noch genauso stark bist. Mit oder ohne Schlumpfisator, Papa Schlumpf. Ich bin der stärkste Schlumpf. Aber wenn du schlumpfst, dass das nötig ist, kann ich ja damit üben. Das wäre mir lieber, Hefti. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Ich habe dir einen kleinen Parcours geschlumpft. Fangen wir mit dem Training an. Geh hinüber zu Farmi. Er schlumpft am Fluss. Ehe wir weiter schlumpfen, sorgen wir erstmal dafür, dass du dich mit dem Schlumpfisator noch gut bewegen kannst. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich und katztastisch zu diesem neuen Abenteuer. Die Schlümpfe. Mission Blattpest. Hier auf Katze. Oh, hallo. Heiliger Schlumpf, da bist du ja, Hefti. Papa Schlumpf hat mir aufgetragen, einen Test für dich auszudenken, um sicherzugehen, dass du deine Mission schlumpfst. Ich weiß, Farmi. Was soll ich tun? Schlumpf den Kopf und sieh mal zu der Felsspitze da drüben. Da sollte dich jemand anschlumpfen. Wer möchte mich denn anschlumpfen? Okay, das klingt doch sehr charmant. Schauen wir doch gleich mal nach. Also ich drehe die Kamera und da oben, Da oben, da ist Schlumpfine. Sie ist ja so schlumpfig. Oh ja, das kannst du laut sagen. Ich habe ja regelrecht mit ihr geflirtet. Wir hatten zumindest Blickkontakt. Vielleicht ergibt sich ja noch mehr. Naja, gut. Ich muss ja mein Abenteuer fortsetzen. Wir müssen die Pflanzen retten und sie reinigen. Okay, jetzt muss ich springen. Ja, springen ist gar nicht so schwer. Das funktioniert ganz einfach mit der B-Taste. Und wer bist du denn? Na, Hefti, angeblich sollst du nicht mehr springen können. Was? Wer hat dir denn das erzählt? Papa Schlumpf, er hat mich gebeten, dich ein paar Hüpfer schlumpfen zu lassen. Er muss den Verschlumpf verloren haben. Ich trainiere jeden Tag. Keiner kann höher schlumpfen als ich. Na dann, schlumpf doch mal auf die andere Seite. Uiuiui, die Sprechblasen laufen aber schnell durch. Da kommt man nicht so hinterher mit dem Vorlesen. Ich lauf hier mal weiter. So, finde die Blume für den Schlumpfisator. Ja, den brauchen wir, damit wir unseren Superstaubsauger einsetzen können. Okay, aber irgendwie cool. Ich mag solche Fähigkeiten. Ich glaube, das wird ein richtig tolles Abenteuer. Ich kann es gar nicht erwarten, es zu heilen. Ja, ja, richtig, Hefti. Immer schön weiter. Nur keine Müdigkeit vorschützen. Ah, ein Speicherstein.
So speichern wir das Spiel. Oh, Achtung, hier muss ich springen, ne? Yay, das war eine knappe Kiste. Hallo, mein Freund. Alles gut? Wie geht's? Willst du wirklich die ganzen Brücken reparieren? Ja, muss ich. Papa Schlumpf hat mich gebeten, alle geschlumpften Brücken zu reparieren. Na, da hast du ja eine Menge zu schlumpfen. Ich komme leider nicht hinterher. Vielleicht sollte ich das mal sparen und nicht mit allen Schlümpfen hier sprechen. Stattdessen gehen wir unserer Aufgabe nach. Oh, ein Geschenk! Komm ich da rein? Nee, das ist irgendwie gefangen in dieser lilafarbenen Pflanze. Na gut, wenn das so ist, muss ich da wohl erstmal weiter und kann das nur ignorieren. Schade. Na gut, vielleicht kriegen wir früher oder später eine besondere Fähigkeit. Da schlumpfe ich ja mit hinter dem Rücken zusammengebundenen Händen. Ja, das ist dein persönlicher Springkurs, mein lieber Schlumpf. Hallo, ihr zwei. Hallo, Hefty. Was schlumpfst du hier? Ich suche eine seltsame Blume, die uns anscheinend gegen diese Verseuchung schlumpfen kann. Ach ja, Papa Schlumpf hat erzählt, dass er dir eine kleine Aufgabe gegeben hat. Ich habe gehört, du sollst Handys neue Erfindung austesten? Ja, den Schlumpfisator. Ich lerne gerade, wie man ihn benutzt. Ich schlumpfe so gut ich kann, damit zurechtzukommen. Na, dann übe mal weiter, weil du nämlich über den Fluss da vorne springen musst. Pass auf, dass du nicht ins Wasser schlumpfst. Keine Sorge, ich kann doch schwimmen. Das glaube ich dir, Hefty. Aber wenn du ins Wasser schlumpfst, schlumpft dich das Gewicht des Schlumpfisators womöglich auf den Grund. Und dann schlumpfige Nacht. Ich passe schon auf. Ja, schlumpfige Nacht. So weit soll es nicht kommen. Ich möchte kein Game Over erleben. Aber ich bin einfach vorsichtig, so? Und hopp. Und hopp. Und hopp, alle hopp. Sehr gut. Super. Es gefällt mir schon mal richtig gut. Vor allem ist die Umgebung richtig malerisch. Katztastisch. Das ist die Blume. Das ist bestimmt die richtige. Sie wirkt gar nicht krank. Die muss immun sein. Ja, in dem Fall sollten wir uns die Blume schnappen. Denn die Blume ist dazu da, unseren Schlumpfisator zu erweitern. Oder wie ich zu sagen pflege, Staubsauger. Ich sollte auf den großen Pilz springen können, um da oben ranzukommen. Ja, das nutzen wir doch gleich mal, diese Sprungpilze, um auf die andere Seite zu gelangen. Achtung und hepp. Wunderbar, das läuft wie am Schnürchen. Endlich das Dorf. Ich kann es gar nicht erwarten, allen die Blume zu zeigen. Das wird sie aufmuntern. Ja, noch haben wir die Blume ja nicht geschnappt. Also ein bisschen weiter müssen wir schon noch, lieber Hefty. Alle hopp. Alle hopp. Und da muss ich da rüber? Ja, wahrscheinlich. Sehr gut. Okay, nächster Bereich. Und da vorne ist die Blume irgendwo. Da vorne, schaut mal. Okay, da hinten ist die Blume. Ich muss weiter. Ich schaff das schon. Zumindest hoffe ich das. Mir sollte allerdings nichts passieren und ich sollte nicht ins Wasser fallen. Denn Schlümpfe, können Schlümpfe schwimmen? Eigentlich schon. Aber in dem Spiel vielleicht nicht. Und das ist auch vollkommen okay. Ein Geschenk! Ein Geschenk von 21 Geschenken. 21 gibt es insgesamt. Springen ist toll. Es gibt nichts Besseres, um sich in Form zu schlumpfen. Ich sollte aufpassen, dass ich nicht herunterfalle. Naja, lieber Hefty, jetzt aber langsam. Langsam aber sicher. Du kennst das Prozedere. So funktioniert das, so kommen wir voran. Super, da ist die Blume. Ich habe die Blume. Mission erfüllt. Ich bin der Tollste. Selbst mit dem Schlumpfisator auf dem Buckel. Na, dann zurück nach Schlumpfhausen. Ich gratuliere dir. Ich muss diese Blume zu Papa Schlumpf und Handy bringen, und zwar schleunigst. Beeilen wir uns. Dann kriegen wir endlich diese besondere Funktion, mit dem wir unseren Schlumpfisator einschalten können. Und damit die kranken Blumen wieder gesund machen. Oder auch die kranken Gräser. Generell die kranken Pflanzen. Aber schön mal hier im Dorf zu sein. Das ist mal richtig cool. Es gab noch nie ein Videospiel, in dem ich Schlumpfhausen so erkunden konnte wie hier. Oh, es gefällt mir gut. Handy, hier ist die Zauberblume, die ich dir von Papa Schlumpf bringen sollte. Danke, Hefty. Endlich kann ich meinem Schlumpfisator den letzten Schliff geben. Bist du sicher, dass das funktioniert, Handy? Und ob, Papa Schlumpf, du wirst total überrascht sein. Die Verseuchung kann einpacken und du kannst wieder alle Bereiche in Schlumpfhausen betreten. Ich hoffe, du meinst eine Überraschung der guten Art, Handy. Denk daran, wie das war, als du die Roboter gebaut hast. Hefty hat nicht ganz unrecht, Handy.
Manchmal schlumpfst du Erfindungen, die du nicht kontrollieren kannst. Ach, jetzt seid doch nicht so pessimistisch. Der Schlumpfisator ist meine fortschrittlichste Erfindung. Und die effizienteste. Darauf verwette ich meinen Schlumpf. Ich kann es kaum erwarten, ihn in Aktion zu sehen, Handy. Diese Verseuchung müssen wir ein für alle Mal schlumpfen. Schlumpfe einen Moment, damit ich den Tank am Schlumpfisator anbringen kann. So, kann losgehen, Hefty. Heile das verseuchte Gras rund um das Dorf und komm dann wieder hierher zurück. Ei, ei, Chef. Hey, wie geht's? Mir geht's gut. Okay, ich probiere den Schlumpfisator mal an dem verseuchten Gras aus. Okay, dann mal los. Ja, sieht doch gut aus. Boah, das wird cool. Das wird ein richtig cooles Spiel. Da bin ich mir sicher. Also gerade mit dieser Funktion. Es erinnert mich ein bisschen, ich meine, vielleicht habt ihr auch schon selbst diesen Vergleich im Kopf gehabt, an Luigi's Mansion. So mit dem Staubsauger, mit der Düse. Hat was, richtig cool. Mist, das Heilspray ist alle. Ich habe zu viel verbraucht und den Tank leer geschlumpft. Ich muss etwas warten, bis er wieder aufgefüllt ist. Oh, das ist ein sehr guter Hinweis, Hefty. Also man muss warten, wenn ich wirklich alles verbraucht habe. Und dann gegebenenfalls nochmal diesen Angriff einsetzen. Irgendwie komme ich hier mit dem Pilz nicht voran. Dann konzentriere ich mich mal weiterhin auf diese Gräser. Okay, volle Kraft voraus, Freunde. Es gibt noch vieles zu erledigen. Und, oh, komme ich da nicht durch? Okay, das Spiel verlangt also von mir, dass ich einmal außen rumlaufe. Aber hey, kein Problem. Die Schlümpfe sind zur Stelle. Und übergehen jedes Hindernis oder meistern jedes Hindernis. So, hier einmal sprühen. Wunderschön. Wunderbar. Oh, ich freue mich. Nächster Bereich. Der Damm steht da links auf dem Schild. So. Super. Ich habe die verseuchten Pflanzen geheilt. Jetzt schnell zurück zu Papa Schlumpf. Ja, können wir zwar machen, aber wie man sehen kann, gibt es noch ganz viele verseuchte Gräser. Sollen wir das nicht noch fertig machen? Naja, ich kann mich ja mal zurückbewegen und auf dem Weg, wenn ich hier noch was sehe, hier und da mal den super tollen Duft versprühen, um das Ganze wieder normal zu machen, sauber zu machen, das giftige Gas oder die giftige Umwelt zu beseitigen, um das mal so auszudrücken. Okay, Papa Schlumpf, ich komme. Hallo, schätze ich mal. Hallo. War der lustig. Hallo, schätze ich mal. Du heilst hier also alles? Ja, ich heile alles. Das ist meine Aufgabe, meine große Mission. Mission Blattpest. Denn es ist ja eine Pest, wenn man so möchte. Hallo, mein Freund. Ja, grüß dich. Der ist auch cool, der Gärtner. Wie heißt denn der überhaupt? Gärtner Schlumpf. Ach, keine Ahnung, wie der heißen könnte. Environmenti. Die haben ja immer einen englischen Namen mit einem I dran. Environmenti klingt aber ein bisschen lang und komisch. So. Okay, dann laufen wir mal zurück. Da sehe ich an einem Ausrufezeichen, wo ich hin muss, denn da wartet Papa Schlumpf auf mich. Hallihallo. Ich bin fertig, Papa Schlumpf. Alle verseuchten Pflanzen wurden geschlumpft. Der Schlumpfisator war sehr effektiv. Und er ist auch noch leicht zu schlumpfen. Meine Erfindung funktioniert tadellos. Das habe ich euch doch gesagt. Übrigens, der Schlumpfisator hat noch einiges in petto. Wenn du außerhalb von Schlumpfhausen auf Erkundung gehst, halte die Augen offen. Wenn du mir Materialien mitbringst, kann ich den Schlumpfisator weiter verbessern. Dir stehen noch eine Menge Überraschungen bevor. Okay, ich sehe mal, was ich finde, Handy. Ja, aber wir haben immer noch eine Menge Schlumpf vor uns, meine kleinen Schlümpfe. Ein paar Schlümpfe aus Schlumpfhausen werden vermisst. Sie wurden zuletzt auf dem Weg zum Damm gesehen. Hoffentlich sind sie nicht so wie die anderen verschwunden. Du musst besser schlumpfen, Hefty. Aber Vorsicht, der Bereich rund um den Damm ist verseucht. Benutze den Schlumpfisator, um dir den Weg dorthin frei zu schlumpfen. Das ist die Chance, meine Erfindung im Feldversuch zu testen. Du kannst auf mich zählen. Ich werde die vermissten Schlümpfe finden. Und diese verseuchten Pflanzen sollten sich besser in Acht nehmen. Dann los. Hallöchen. Hallo, Papa Schlumpf. Ich mache mich gleich mal auf den Weg. Auf zum Damm. Da werden Schlümpfe vermisst und die brauchen dringend meine Hilfe. Dann mache ich mich natürlich schleunigst auf die Socken. Beeilen wir uns. Hoffentlich stecken sie nicht in Schwierigkeiten, in denen sie um jede Sekunde bangen. Nee. Der Eingang. Bin ich hier richtig? Ah ja, hier. Der Damm. Das ist der richtige Pfad. Der große Tag ist da. Endlich kann ich den Schlumpfisator hervorschlumpfen. Okay, und damit werden wir jetzt die ganzen Pflanzen entgiften. Und wisst ihr was?
Es gibt eine Sache, die dieses Videospiel direkt von Anfang einem schon beibringt. Und zwar, achtet auf die Natur. Umwelt ist wichtig. Unsere Natur ist wichtig. Wenn wir noch viele Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende was davon haben möchten, von der Natur, dann müssen wir sie schützen. Und allein die richtige Mülltrennung ist da schon wichtig. Die sehen ja aus, als wären sie auch verseucht. Eine Salve vom Schlumpfisator und die Sache ist erledigt. Ihr seht aus, als müsstet ihr Pestbälle heißen. Hallo, Pestbälle. Hallo, Pestbälle. Okay, ich werde euch mal stoppen. Was auch immer ich tun muss. Oh, ich muss sie einfach nur ansprühen mit dem Gegengift. Achtung. Ja, ja, die können echt lustig springen. Aber da bin ich wohl zu schnell gewesen. Ich kann meine Reise wohl fortsetzen, wie es aussieht. Sehr gut. Na, da schlumpft mir doch einer einen Storch. Das müssen die berühmten Materialien sein, von denen Handy geredet hat. Wenn ich genug davon sammle, kann er den Schlumpfisator verbessern. Oh, das sind also Verbesserungen? Okay, das ist gut zu wissen. Die Geschenke sind Verbesserungen, damit ich meinen Schlumpfisator bzw. Staubsauger verbessern kann. Okay, in dem Fall würde ich sagen, holen wir uns das Geschenk natürlich. Jedes Geschenk zählt. 1 von 30. Das heißt, es gibt pro Gebiet auch eine bestimmte Anzahl an Geschenken. Vorhin waren es ja, weiß ich nicht, 21, 24? Irgendwie habe ich die zwei Zahlen gerade im Kopf. Aber hier in diesem Gebiet, Richtung Damm, da gibt es schon bis zu 30 Geschenke. Je mehr man hat, desto leichter wird es im Spiel, nehme ich mal an. Und desto schneller kriegt man die ganzen Upgrades, die Verbesserungen für den Schlumpfisator. Okay, wie komme ich darüber? Hilfe! Eine Brücke ist zusammengebrochen und wir sitzen hier fest. Kein Grund zur Panik, bin schon unterwegs. Ich schlumpfe mich um euer kleines Brückenproblem. Also gut, der Schlumpfisator kann die Verseuchung heilen, aber vielleicht kann er ja noch mehr. Geben wir dieser Blume einen kleinen Schlumpf. Oh, das ist eine sehr gute Idee, Hefty. Probieren wir es gleich mal aus. So, und... Oh ja, schaut mal, die bewegt sich. Wie von Geisterhand. Das ist pure Magie. Und anscheinend ist das so stabil, dass wir sogar darauf stehen können. Ist das verrückt. Wow. Danke, Hefty. Das war ein richtiger Zaubertrick. Ach, das war keine Zauberei. Das war Handys neueste Erfindung. Damit kann ich die Verseuchung verschlumpfen. Sieht aus, als könntest du ihn auch benutzen, um uns den Weg freizuräumen. Ja, ganz schön schlumpfig, was? Mit dem Schlumpfisator ist alles möglich. Gut, ich muss los. Ich sehe mal nach, ob am Damm noch Schlümpfe gerettet werden müssen. Gute Idee, Hefty. Sehen wir mal nach. Womöglich sind noch weitere Schlümpfe gefangen. Ich meine, von Papa Schlumpf wissen wir jetzt aktuell leider nicht, wie viele Schlümpfe denn fehlen, die nicht mehr ins Dorf zurückgekehrt sind. Aber wir werden das schon herausfinden. Also, volle Kraft voraus. Mal sehen. Gibt es hier noch was? Da erstmal nicht. Da drüben. Hey, das muss einer dieser Pestlinge sein, von denen ich gehört habe. Mal sehen. Er hat einen Pilzkopf. Vielleicht kann ich hier draufspringen wie auf die anderen Pilze. Los geht's. Zeit zu zeigen, aus welchem Holz ich geschlumpft bin. Gute Idee, Hefty. Dann zeigen wir mal diesen groben Pilz, was wir können. Okay, also mit dem reinen Schlumpfinator können wir schon mal nichts ausrichten. Dann ein Sprung. Das Ding sieht aber gar nicht gut aus. Vielleicht sollte ich es heilen. So schnell kann's gehen. Was mache ich mit den Glitzerkisten? Kann ich da irgendwas machen? Eine Stampfattacke gibt es nicht. Zumindest noch nicht. Na gut, dann schauen wir mal weiter. Schön alles hier entgiften. Wunderbar. Ach, wie toll, da freue ich mich. Und es gibt Samen. Wir haben schon 181, wie man rechts oben erkennen kann. Ich frage mich, wofür diese denn überhaupt gut sein können. Naja. Auch dieses Geheimnis werden wir mit der Zeit lüften können. Sieht nach einem verseuchten Herzen aus. Ich heile es schnell. Einmal drauf und der Weg ist frei. Manchmal kann es so einfach sein. Wow, der Wald ist ja viel größer, als ich dachte. Hefty, kannst du mich schlumpfen? Hier spricht ein Gewissen, Hefty. Hör auf herumzuschlumpfen, Jokey. Komm schon, gib das her. Gib mir das Schlumpfi-Talkie. Hallo? Hier ist Papa Schlumpf. Kannst du mich hören, Hefty? Papa Schlumpf? Bist du das?
Ich kann dich hören. Aber wo bist du? Im Schlumpfisator. Warte, lass mich das erklären. Handy hat vergessen, dir vom Schlumpfi-Talkie zu schlumpfen. Das ist ein Gerät, das die Kommunikation über große Entfernungen ermöglicht. So können wir in Kontakt bleiben und du kannst uns Informationen weiterschlumpfen. Tut mir leid, dass ich dich erschreckt habe. Du kennst ja Joki. Er wollte dir einen Streich schlumpfen. Das ist schon in Ordnung, Papa Schlumpf. Ich werde ihm eine Lektion erschlumpfen, wenn ich wieder zurück bin. Ich will ja nichts sagen, aber ich möchte auch ein Schlumpfi-Talkie. Wie cool ist das denn? Okay, aber wie geht es hier weiter? Wir werden das noch rausfinden. Bleibt katztastisch!